Vier Bücher habe ich mir nochmal schicken lassen. Da sind Zitate drinne beziehungsweise Erwähnungen unserer Magazine. Ein Buch ist ja immer noch mal schöner als nur in der Presse, aber ein Buch ist halt auch was Langlebiges, das muss man einfach so sagen. Ein Buch ist geschrieben und dann ist das so. Dann geht das in die Nationalbibliothek und dann ist das verewigt. Und deswegen finde ich das natürlich auch mal ganz wertig. Hier vom Dejan, der hat das Erfolg-Magazin erwähnt. Hier Michael Hanzahl im Haufe Verlag hat auch nicht direkt das Erfolg-Magazin erwähnt, sondern der Felix Maria Arnett hat hier das Erfolg-Magazin erwähnt in einem Beitrag. Das finde ich gut. Haufe Verlag ist ja auch ganz ordentlich, ne? Gabal Verlag, also hier, das heißt Business Erfolg mit dem Netzwerkcode. Und hier übrigens hier das der Dejan, der hat mir übrigens mehrere Zeitungsausschnitte auch aus wie heißt das Land? Habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen, osteuropäisches Ausland, wo er auch ständig das Erfolg-Magazin erwähnt. Finde ich auch ganz toll, muss ich sagen. Das ist da so die Bild-Zeitung da, ich nenne es jetzt mal Ostens. Fand ich auch ganz schön. So, und dann habe ich hier noch von Frank Grell, der längste Urlaub deines Lebens im Gabal Verlag erschienen, auch Erfolg-Magazin zitiert. Und das hier finde ich auch schön, muss ich sagen. Das ist die Speaker-Bibel von Alexander Müller und Stefan Friedrich, also Creator, die Masterminds hinter Creator. Und die haben mir das Founders-Magazin erwähnt in einem Zusammenhang, dass es ja gar nicht so viele Magazine gibt, die auch Speaker-Inhalte liefern. Manager-Seminare haben sie ja noch genannt. Und das stimmt. Und ich bin immer wieder auch erstaunt, wie Menschen reagieren, wenn ich ihnen sage, dass das überhaupt das Thema Erfolg, Weiterentwicklung und so weiter, das ist so ein kleiner Bereich einfach in Deutschland, ne? Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Das ist so ein kleiner Bereich, weil die Leute sich damit nicht beschäftigen. Also solche Bücher stehen ja im Thalia oder in der Buchhandlung, hinterste Ecke, linkes Regal, zwei Reihen. Also alles, was mit Business und Erfolg zu tun hat und so weiter, das ist ja ein kleiner Bereich. Die Menschen interessieren sich natürlich für Sport, für Autos, für Nacktheit im weitesten Sinne, für irgendwelche banale Unterhaltung, auch für Trivialliteratur und so weiter. Comics und so, das geht ab. Ne? Das ist ein großer Bereich, ganz großer Bereich. Auch Belletristik, Romane und so weiter. Aber ja, das hier, da haben Sie natürlich recht, die Jungs. Das ist halt nun mal ein kleiner Bereich, der sowohl in der Presse als auch in der gesamten Medienlandschaft einfach wenig stattfindet. Das ist ein kleiner Bereich, aber trotzdem gibt es eine Zielgruppe und die muss bedient werden, nicht? Und das haben solche Jungs hier und wir haben uns das zur Aufgabe gemacht. Eben auch diese relativ kleine Zielgruppe, die in absoluten Zahlen ja natürlich trotzdem groß ist, aber im Verhältnis zu den 84 Millionen oder 82 Millionen, die hier leben, ist das natürlich alles ein kleiner Bereich. Schade eigentlich, ne? Schade eigentlich. Aber den Erfolg teilen sich nun mal wenige. Das kann man dann ja letztendlich auch, da kann man ja, das kann man in Verbindung bringen, finde ich schon, ne? Also es sind relativ wenige Menschen extrem erfolgreich und der Bereich, der über extremen Erfolg schreibt, ist nun mal auch sehr, sehr klein. Also das korreliert, kann man so sagen.